Hallo, in diesem Video möchte ich eine Neuerung in HiCard 2021 zeigen, und zwar geht es hier um die sogenannte Funktionssuche. Sollte diese bei Ihnen nicht standardmäßig aktiviert sein, was ich hier einfach mal simuliere, indem ich das mit dem X diese Leiste schließe, dann hat man hier mit der Möglichkeit, über den Einstellungen, Andockfenster, die Funktionssuche wieder zu aktivieren. Die Funktionssuche ist im Grunde genommen so aufgebaut, dass alle Befehle, welche man oben in den Ribbons, sprich auch weiters in den Andockfenstern auf der rechten Seite hat, aufgelistet werden. Diese Befehle können hier ganz einfach mittels Doppelklick gestartet werden. Und auch weiter bearbeitet werden. Man hat hier natürlich die Möglichkeit, auch über einen Suchbegriff meine Befehle einzugrenzen. Natürlich muss man schon ungefähr wissen, nach was man sucht, um den Befehl zu finden. Mit der rechten Maustaste habe ich hier auch die Möglichkeit, diesen auszuführen oder direkt in die Hilfe des jeweiligen Befehls zu gehen.